Martin, schau, die Wechselrichter sind jetzt so lang gut gelaufen bei uns. Wird es Sinn machen, die jetzt auszutauschen? Also wenn du die austauschst, dann nur gegen ein Frohlingsprodukt. Also die Anlage 1999 installiert haben, kamen da über 30 Wechselrichter zum Einsatz. Wir haben uns bewusst für Frohnis entschieden. Damals noch ein recht junges Produkt. Da wollte man einfach ein österreichisches Produkt ausprobieren. Da wollte man schauen, was kann der Fronius. Wir sind über die Jahre überrascht von der Qualität. Wir hatten eigentlich keine Ausfälle. Wir hatten eigentlich keine notwendigen Wartungsarbeiten. Jetzt insgesamt in 23 Jahren sind 2 Wechselrichter ausgefallen. Das ist aber kein großes Problem. Wir hatten 3 auf Reserve gekauft. Der dritte Ersatzwechselrichter, der hängt immer noch lose da und wartet eigentlich darauf, dass ihm die anderen Wechselrichter den Gefallen tun und endlich mal einer ausfällt. Die Anlage wird jetzt genutzt für die Eigenstromproduktion. Das heißt, es wird nur der Überschuss ins Netz eingespeist. In Summe sind wir derzeit bei dem Faktor, dass wir ungefähr das Dreifache vom Strom produzieren, den wir selber brauchen. Dieses neuartige Fassadensystem mit der Kombination Fronius Sunrise war damals schon eine sehr innovative Lösung und auch heute noch versuchen wir für unsere Kunden immer das Beste, das Neueste, das Innovativste an Produkten bieten zu können und darum setzen wir sehr stark auf unseren Partner Fronius. Das Thema Nachhaltigkeit hat bei uns natürlicherweise einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen, in der ganzen Unternehmensphilosophie, im ganzen Unternehmensleitbild. Es ist uns sehr wichtig, dass wir nicht nur an heute und morgen denken, sondern auch an die Zeiträume danach, was danach kommt. Und dann suchen wir uns auch dementsprechend nachhaltige Partner, auf die man sich jahrelang, jahrzehntelang verlassen kann. Und da ist Fronius mit Abstand die Nummer 1.